David Kickert ist heute der Schlussmann bei den Vienna Capitals. Die Wiener empfangen in der Albert-Schulz-Halle Moser Medical Graz 99ers. Die Grazer ja der unmittelbare Tabellennachbar und somit sind sie heute in Wien auf Punktejagd. Powerplay-Situation in der dritten Minute. Stefan Lassner schießt und Miha Verlic lenkt ab. Hier mit dem Schläger noch dran und lenkt die Scheibe an der Schulter von David Kickert vorbei. Nach drei Minuten somit die Führung für die Gäste. Da müssen die Wiener einmal drauf antworten. Aber es ist ein hart geführtes Spiel, immer wieder Checks. Und der Raum für Manuel Canal, Solo auf Kickert, doch er kann diesen Sololauf nicht positiv beenden. Schön gemacht, aber Kickert ist hier erfolgreich. Dann einmal wieder die Grazer, Rebound und Canal, eigenen Rebound, 2:0 in der 16. Minute. Vielleicht hier ein wenig nachlässig, wie die Scheibe von Kickert wegspringt, aber auch die Verteidigung nicht nah genug dran und somit kann der Grazer hier auf 2:0 stellen, das Ganze nach einer Viertelstunde. Die Wiener wie paralysiert, immer wieder Chancen der Gäste und nach 20 Minuten ist man aus Wiener Sicht froh, dass es denn in die Kabine geht. Nach Seitenwechsel wieder die Möglichkeit für die Steirer hier die Führung auszubauen. Aber diesmal kann Kickert am kurzen Eck zumachen. Die Fans der Vienna Capitals sind dennoch frohen Mutes, auch wenn in diesem zweiten Drittel immer wieder nur die Grazer spielen, wie hier Philipp Pinter, der Ex-Capitals im Dienste der Grazer. Dann einmal die Hausherren. Versuch von Foucault, aber er scheitert an Danny Seburin. Und am Rebound kann man auch keinen Erfolg bringen. Furland ist hier gescheitert. Gut gemacht vom Schlussmann der Grazer, der sich hier streckt und den Gegentreffer verhindert. Dann dieses Foul an Luke Walker. Foucault war mit dem Schläger an seiner Nase. Wir sehen es dann noch einmal in der Zeitlupe. Walker muss runter vom Eis. Schrecksekunde hier. Foucault geht mit dem Schläger hoch und genau an die Nase von Luke Walker. Trifft ihm im Gesicht. Spiel geht dennoch weiter mit der nächsten guten Möglichkeit für die Wiener. Aber das ist alles vor dem Tor von Danny Seburin. Nicht effizient, nicht hartnäckig genug im Abschluss die Truppe von Tom Bockel und somit rein ins letzte Drittel und das führen wieder einmal die Grazer an. Die sind in der Offensive besser aufgestellt, konzentrierter und spielen es zu Ende, wie hier wieder über Manuel Canal, wieder ein Überzahltor, schon das dritte in diesem Spiel, nur eine Minute nach dem Seitenwechsel stellt er auf 3:0. Ja, da findet er die Lücke im kurzen Eck und kann die Scheibe zwischen Stange und dem Schoner von David Kickert ins Tor befördern. Dann versuchen die Wiener natürlich über den Kampf ins Spiel zu kommen. Hier der Check an Kötze. Kann das Eis nicht selbst verlassen, muss dann auch runter. Also wie gesagt, immer wieder harte Einlagen zwischen diesen zwei Mannschaften, aber schlussendlich dann doch fair. Furland versucht es dann einmal mit einem Wristshot, auch wenn viel Verkehr vor Danny Seburin ist, er kann diese Scheibe bändigen. Auch die Möglichkeit lassen die Wiener aus und somit gewinnen die Grazer in Wien mit einem Shoutout von Danny Seburin mit 3:0.